Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Potato Classics. Ja, letztes Mal kam ja leider keine Folge. Das Ganze liegt daran, dass ich gerade technische Probleme habe. Bei mir ist plötzlich das Internet weg und ich habe keine Ahnung, wann ich die Sachen hier hochladen kann. Ich versuche die Sachen aber so ein bisschen auszugleichen. Also es wird wahrscheinlich dann, wenn ihr es jetzt seht, eine Doppelfolge Morrowind geben. Insgesamt werden es dann auch 5, das heißt für euch gibt es dann sogar noch eine Bonusfolge deswegen. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich später sogar nochmal eine Serie raus, weil das wirklich eins meiner Lieblingsgames ist. Von daher mal gucken, aber jetzt machen wir erstmal ein kleines Classics. Wir fangen natürlich an, ganz von Anfang, wir haben das Originalspiel, es sind keine anderen Zusätze dabei und jetzt lassen wir uns doch einfach mal hier überraschen. Sie haben euch aus dem Gefängnis der Kaiserstadt gebracht. Erst mit der Kutsche und jetzt mit einem Schiff. Im Osten liegt Morrowind. Fürchtet euch nicht, denn ich wache. Ihr wurdet auserkoren. Aufwachen. Wir sind da. Warum zittert ihr so? Geht es euch gut? Wacht auf! Steht auf. Es geht weiter. Ihr habt geträumt. Wie lautet euer Name? Ja, und da sind wir schon bei Jupp, unserem Mitgefangenen, nehme ich mal so an. Und er hat uns gerade nach meinem Namen gefragt. Wir sagen einfach mal, der Name lautet Berandor. Nun, nicht einmal der Sturm der letzten Nacht konnte euch wecken. Ich habe gehört, wie sie sagten, dass wir Morrowind erreicht haben. Ich bin sicher, dass sie uns jetzt gehen lassen. Still, da kommt ihr. Hier steigt ihr aus. Kommt mit mir. Genau, und da sollen wir schon aussteigen. Ja, wie wir sehen, das ganze Spiel ist schon ein bisschen älter. Ich glaube von... Ja, ruhig da. Von 2000 oder 2002, irgendwie so in dem Dreh. Ist ein Spiel tatsächlich von Bethesda und Ubisoft. Was das Ganze vielleicht auch so ein bisschen... diese Genialität gibt, denn diese Open World hier ist einfach richtig super geworden. Was kann ich noch groß erzählen? Das ist der dritte Teil der Elder Scrolls Reihe natürlich. Das heißt, der Vorgänger von Oblivion und natürlich Skyrim. Und meiner Meinung nach immer noch der beste Teil der ganzen Serie. Auf das Deck. Versuchen wir das so friedlich wie möglich ablaufen zu lassen. Ja, dann gehen wir mal hoch. Die Grafik ist natürlich nicht mehr so aktuell, aber man kann es sogar mit Mods und neuen Textures kann man es ungefähr auf die Grafikschönheit von Oblivion hoch pushen. So, da sind wir auch schon draußen. Und wie wir sehen, wir sind in diesem kleinen Fischerdörfchen hier gelandet. Geht runter zum Dock, da wollen sie euch haben. Man wird Danke. Euch das Niveau der Zensuskommission zeigen. Genau. Das da vorne ist übrigens ein Schlickschreiter. Die Dinger nutzt man hier zum Transport. Jaha, damals hatte man noch keine Schnellreise. Ihr seid endlich angekommen. Aber in euren Unterlagen steht nicht, woher ihr stammt. Ja, und jetzt dürfen wir auswählen, woher wir denn kommen. Das heißt, wir können sagen, wir sind Argonier oder Bretonen, Dunkelelfen. Hochelfen, die haben hier auch gar nicht die richtigen Sachen drin, ne? Argonia, Bretone ist ja noch richtig, aber das hier ist ein Dunmeer. Das hier waren, damals kannte man sie ja damit den Talmoor, aber das waren Altmeer, glaube ich, ne? Ja, Kaiservolk ist klar. Khajiit, Nordork. Wobei Orks sind ja Orsinmeer. Rotwadon und das waren, Bosma, genau, Bosmer. Die fand ich auch so lustig. Die nennen sich so hier als Waldelfen übersetzt.
Aber das sind diejenigen, die nichts essen, was irgendwie mit Bäumen und so weiter zu tun hat oder mit Pflanzen. Das verabscheuen die. Die essen nämlich nur Fleisch. So, wir nehmen natürlich klassisch einen Nord. Was soll es auch anderes sein bei mir? Wir können hier das Geschlecht noch auswählen. Auch hier kann man mit Mods natürlich einiges tun. Es gibt da einige neue Gesichter und alles dazu. Aber ich finde, wenn man so ein Classics zeigt, sollte man auch das Original zeigen. Da finde ich eigentlich den hier noch ganz cool. Haare können wir auch noch mal ein bisschen ändern. Ja, wie gesagt, das Spiel ist von 2000. Daher müsste man dem so ein bisschen da, was das Grafikhafte angeht, muss man ihm natürlich einen Bonus für geben. Übrigens, wir merken gerade, dass wir gerade größer geworden sind, wenn der mit mir spricht. Das liegt daran, dass die Rassen alle unterschiedliche Größen haben. Das heißt, ein Nord ist größer als ein Kaiservolk, aber die Kaiservolk sind auch wieder größer als die Bossmeer und so weiter und so fort. So, dann laden wir hier unseren Bereich und sind hier auch im Zensus und Zensussteueramt. So, einen kleinen Trick werde ich gleich noch machen. Moment, dann muss ich aber gleich... So, jetzt aber sprechen wir erstmal mit Socius Ergalla. Ah ja, wir haben euch erwartet. Wir müssen eure Daten erfassen, bevor wir euch offiziell entlassen können. Es gibt einige Möglichkeiten, aus denen ihr wählen könnt. So, und hier machen wir mal ein kleines Spielchen. Und zwar könnt ihr nämlich ganz gerne mit die Fragen beantworten. Daraus generieren wir hier nämlich die Klasse. Ich bin gespannt, wie ihr euch jetzt entscheiden würdet. An einem hellen Tag trefft ihr zufällig auf ein seltsames Tier, dessen Bein in der Falle eines Jägers gefangen ist. Der Blutung nach zu urteilen, wird es nicht lange überleben. Was tut ihr? So, das heißt, ich kann dem Tier jetzt entweder Kräuter hinzufügen, um es einzuschläfern. Ich kann ihm mit dem Dolch einen Todesstoß geben. Oder ich mische mich da überhaupt nicht ein und versuche das Tier weiter zu erforschen, da ich das noch nicht kannte. Ich persönlich würde sagen, ich benutze die Kräuter aus meinem Beutel, um es einzuschläfern. Eines Sommertages stellt euch euer Vater einige Arbeiten zur Wahl, die zu erledigen sind. Was würdet ihr tun? Okay. Die Sachen, die zur Wahl stehen, sind am Fluss mit Netz und Schnur Fische fangen, also angeln, Kräuter sammeln und am Schmiedefeuer arbeiten. Ich glaube, angeln ist doch eine ganz coole Sache. Eigentlich wäre alles ganz cool, solange man es nicht die ganze Zeit nur machen muss. Kräuter sammeln, ja, okay. Mit der Flugform, naja. Das geht hinterher wahrscheinlich eher so in Richtung Rüstung machen. Das wird wohl in Richtung Heilkräuter herstellen und so weiter gehen und das weiß ich nicht. Wir machen einfach mal das. Ein Vetter gibt euch einen sehr peinlichen Spitznamen. Und schlimmer noch, er nennt euch öffentlich vor euren Freunden so. Ihr habt ihn bereits gebeten, damit aufzuhören, aber er findet es mehr als lustig, euch erröten zu sehen. Was tut ihr? Oho, eine böse Situation. Ich denke mir einen noch peinlicheren Spitznamen für ihn aus, benutze ihn so lange, bis er seine Lektion gelernt hat. Ich glaube nicht, dass das immer klappt. Da muss man wahrscheinlich schon sehr einfallsreich sein, damit das so klappt. Das muss nicht unbedingt klappen und bei einem Nord wahrscheinlich nicht. Er passt wahrscheinlich dann, ich verprügle meinen Vetter und sage ihm dann, dass ich ihn, wenn er mich je wieder mit diesem Spitznamen rufen sollte, noch schlimmer zurichten werde. Und was ist das? Ich denke mir eine Geschichte dazu aus, die ich so farbenprächtig ausmale, dass ich den Spitznamen gerne höre. Ich mache tatsächlich das Zweite. Ich verprügle den Kerl einfach mal windelweich.
Auch hier bin ich mal sehr gespannt, was ihr sagt. Angeregt über eine Gruppe von Leuten gesprochen, die man dort Telepathen nennt. Sie wurden von einigen Herrschern von Stadtstaaten angeheuert. Gerüchte gehen um, dass diese Telepathen die Gedanken der anderen lesen können und ihrem Herrn dann berichten, wer Wahres und wer Falsches spricht. Was haltet ihr davon? So, zur Auswahl ist, das ist schrecklich, niemand hat das Recht, die Gedanken anderer zu lesen, nicht einmal ein König darf auf solch hinterlistige Weise in den Verstand eines anderen eindringen. Oder B, in diesen Zeiten ist das ein notwendiges Übel. Obwohl ich dies nicht grundsätzlich befürworte, so könnte ein Teleport doch in Kriegszeiten oder um jemanden eines Verbrechens für unschuldig zu befinden von Vorteil sein. Oder C, loyale Anhänger des Königs haben von einem Telepathen nichts zu befürchten. Es ist wichtig, die Möglichkeit zu haben, Meuchelmörder und Spione aufzuführen, bevor es zu spät ist. Ich persönlich bin auf jeden Fall auf Nummer A. Das sollte man so nicht tun. Eure Mutter schickt euch mit einer Einkaufsliste auf den Markt. Nachdem ihr die Einkäufe getätigt habt, stellt ihr fest, dass der Ladeninhaber euch zu viel Wechselgeld gegeben hat. Was macht ihr? So, ich könnte ihm das Geld wieder zurückgeben. Ich benutze das Geld, um Dinge zu kaufen, die meiner Familie von Nutzen sein werden. Oder ich stecke das zusätzliche Geld ein. Ich mache mir eigentlich recht wenig aus Geld. Aber ich würde ihm das Geld wahrscheinlich doch nicht zurückgeben. Da bin ich jetzt doch anderer Meinung. Normalerweise machen die tatsächlich zu hohe Preise. Von daher würde ich tatsächlich das Geld erstmal einstecken. Auf einem Markt. Platz beobachtet ihr, wie ein Dieb den Goldbeutel eines Edelmannes stiehlt. Während er den Beutel nimmt, bemerkt der Edelmann ihn und ruft nach den Wachen. Auf seiner Flucht verliert der Dieb den Beutel in eurer Nähe. Zu eurer Überraschung bemerkt niemand den Beutel vor euren Füßen. Was werdet ihr tun? So, ich könnte den Beutel nehmen und ihn der Wache geben. Ich lasse den Beutel liegen, da man sich besser nicht fremde, bla bla bla. Ich kann den Beutel auch an mich nehmen. So, gute Frage. Ich glaube, ich würde ihn eigentlich dem Edelmann geben und nicht der Wache. Bei der Wache bringt mir das doch überhaupt nichts. Um das mal so zu geben, der Ehrenmann kann dir wenigstens dankbar sein. Die Wache tut da ihren Job. Ja. Aber ich würde es wahrscheinlich eher machen als die anderen Sachen. Euer Vater gibt euch eine Aufgabe, die ihr verabscheut. Ihr sollt die Ställe säubern. Mit der Mistgabel in der Hand trefft ihr einen Freund aus dem benachbarten Ort. Er bietet euch an, im Gegenzug für einen Gefallen die Arbeit an eurer Stelle zu erledigen. Was macht ihr? Ha, da hättest du mich ja fast erwischt. Das ist eine Fangfrage. In Morrowind gibt es keine Pferde. Na gut, aber gehen wir mal davon aus, dass wir hier Ställe bräuchten. Dann würde ich sagen, ich könnte ihm jetzt entweder sagen, wir machen das zu zweit, die Arbeit, und ich helfe ihm dann später dabei auch. Ich könnte sagen, jo, mach mal. Oder ich könnte sagen, nee, das mache ich schon selber. Ich würde sagen, das machen wir zu zweit und dafür helfe ich dann später woanders nochmal mit. Eure Mutter bittet euch, bei der Reparatur des Ofens zu helfen. Während der Arbeiten rutscht das noch sehr heiße Ofenrohr aus seiner Verankerung und fällt in Richtung eurer Mutter. Was tut ihr? So, ich könnte jetzt das heiße Rohr nehmen und das wegstoßen. Ich könnte mich zwischen das Ofenrohr und meine Mutter werfen, oder ich kann meine Mutter wegstoßen. Ich glaube tatsächlich, auch wenn es sehr fies klingt, ich würde C machen. Es ist eigentlich auch das Logischste, weil damit wird keiner verletzt, im Gegensatz zu den anderen Sachen, wo mindestens ich verletzt werde.
Also kann ich lieber meine Mutter wegschubsen. Während ihr in der Stadt seid, gibt euch der Bäcker ein Stück Gebäck. Freudig nehmt ihr es und geht in eine Gasse, um es in Ruhe zu genießen. In der Gasse lauert euch eine Bande von Kindern eures Alters auf. Der Anführer verlangt das Gebäck und droht euch, falls ihr es nicht hergebt, mit Schlägen. Was macht ihr? Ich kann ihm das Gebäck und Streit geben und dann hinterher mit meinen Freunden zurückkommen. Also das ist dann so die Türkentaktik. Ich könnte das Gebäck fallen lassen und zertreten und kann dann kämpfen. Oder ich kann es in die Luft werfen und versuchen, den Anführer der Bande niederzuschlagen. Oh, das ist eine gute Frage. Also generell würde ich schon kämpfen. Die Frage ist, wie groß ist die Gruppe? Ah, wobei, es sind Kinder. Ja, das, das sind Kinder, da schlagen wir ruhig zu. Wir nehmen mal B. Ihr kommt in eine Stadt und seht, wie ein sehr gut gekleideter Mann vor einer Menschenmenge flieht. Er schreit um Hilfe. Die Menge hinter ihm scheint sehr wütend zu sein. Was macht ihr? Okay, wir wissen nichts über den Hintergrund, aber wir können jetzt entweder dem Mann sofort zur Hilfe eilen, zur Seite treten oder den Bewohnern der Stadt zur Hilfe eilen. Ja, ich würde einfach mal den Bewohnern der Stadt zur Hilfe eilen. So, und unsere Klasse ist der Kundschafter. Und ich nehme an, damit haben wir jetzt diese Fragerunde fertig, aber dann auch die erste Folge. Und ich bin sehr gespannt, wie ihr die Fragen beantwortet hättet. Schreibt es bitte in die Kommentare. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich in der zweiten Folge.